Herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer. Auf Twitch habt ihr den Anfang, den kleinen Anfang, ein bisschen verpasst. Könnt ihr auf YouTube nachholen. Auf YouTube ist das die Folge Nummer 3. Ich habe ein bisschen das Tutorial gespielt, ein paar Sachen kennengelernt. Aber ich denke, man kann auch ganz gut so einsteigen. Ich werde mal alles ein bisschen noch erklären. So kompliziert ist es nicht. Wie gesagt, falls ihr unbedingt von Anfang an gucken wollt, schaut die erste Folge auf YouTube. Ist da auch schon online. Ich spiele hier gerade mit dem Thorgrim und den Zwergen und bin jetzt hier unterwegs. Was ein bisschen komisch ist, ich habe zwei Monitore, fällt mir gerade mal auf. Und wenn ich links gegen den Monitor gehen möchte, um die Kamera zu bewegen, wenn ich das langsam mache, geht das. Wenn ich zu schnell mache, bin ich mit der Maus auf dem zweiten Monitor, was ein bisschen nervig ist. Bisschen blöd. Egal. Was haben wir gemacht? Ich habe in Karas Akarak habe ich hier gerade die Kaserne am Lauf, mein allererstes Gebäude. Das braucht noch eine Runde, bis es fertig ist. Und meine Aufgabe im Moment, oder meine Mission, und das, was ich will, gehen wir kurz hier raus, ist es hier, die Säulen des Grungni zurückzuerobern von den Grünhäuten, die sich da eingenistet haben. Kann hier rechts haben wir ein bisschen Ereignisnachrichten. Da sieht man ein bisschen, was immer in den Folgen oder in den Runden passiert, wenn die Künstliche Intelligenz dran ist. Und dann sieht man immer ein bisschen, oder was auch bei mir passiert ist. Nee, stimmt gar nicht, das sind meine Ereignisse. Ha! Was ich zuletzt erfolgreich gemacht habe. Mit ein bisschen rekrutierten Einheiten. Und bevor ich mich hier auf den Weg mache, um diese Schlacht zu schlagen, fange ich doch erstmal an, meine Armee weiter auszubauen. Und zwar kann die ja maximal 20 Einheiten groß sein, 10 habe ich bereits und ich kann Einheiten rekrutieren. Die Armbrustschützen kann ich noch nicht rekrutieren, weil ich noch nicht die Waffenkammer fertig habe. Die Clan-Kaserne, müssen wir ganz kurz gucken. Nee, ich will den Bau nicht abbrechen, ich wollte eigentlich nur den Tree anschauen. Nicht ab, na, das geht leider nicht. So, wenn man Mouse over geht, sieht man die verschiedenen Ausbaustufen. Jetzt vom Hauptgebäude. Es ist von der Bergbausiedlung schon zum Außenposten aufgestiegen. Das nächste wäre die Zwergenfeste. Dafür brauche ich aber mehr Überschuss hier, mehr Wachstum. Ich könnte auf diesem leeren Slot für die Rekrutierung was bauen, für die Militärunterstützung oder für die andere Infrastruktur. Man sieht, es gibt eine Menge Gebäude und ich habe nur begrenzte Bauplätze. Ich warte erst noch auf die Clan-Kaserne, dann kann ich nämlich Armbrustschützen ausbilden. Hätte ich schon ganz gerne mehr. Solange das aber nicht möglich ist, rekrutiere ich mehr Zwergenkrieger. Es gibt auch Zwergenkrieger mit Zweihandwaffen. Brauche ich eine Waffenkammer. Und Schmied des Büchsenmachers für Bergwerker mit Sprengladungen. Weil gerade gefragt wurde, das habe ich in der ersten Folge erklärt, die auf YouTube ist. Ich wollte ja mit Chaos anfangen, weil ihr euch das gewünscht habt. Die Zwerge waren nur auf Platz 2. Oder was heißt nur auf Platz 2? Waren auf Platz 2. Aber in meiner Version, die ich jetzt ein bisschen vor Release habe, sind die Chaos-Fraktionen noch nicht freigeschaltet. Ich habe mit Creative Assembly und Sega schon, schreibe ich jetzt schon hin und her, es wird mir auch noch freigeschaltet, aber heute kann ich Chaos noch nicht spielen, deswegen starte ich eine Chaos-Kampagne so bald wie möglich und habe jetzt erstmal mit den Zwergen angefangen. So, Zwergenkrieger, Bergwerker. Bergwerker, wie gesagt, sind gegen Tore gut, das ist aber so eine leicht befestigte. Die Zwergenkrieger sind im Nahkampf besser, haben auch mehr Führerschaft, dann rekrutiere ich. I agree. Man kann, das sind zwei Runden, man kann pro Runde maximal 3 rekrutieren. Man sieht das hier auch immer an diesen Punkten. Ich rekrutiere mal 3-mal Zwergenkrieger. Dauert eine Runde. Dann könnte ich noch eine Runde warten, bevor ich die Säulen des Grungni angreife. Zack. Wenn ich rekrutiere, darf ich mich nicht bewegen in der Runde. Weil das geht nur, wenn ich mich nicht bewege. Das läuft also soweit ganz gut. Ich spiele ja nebenbei noch das Tutorial sozusagen, das ist noch an. Wo der Berater ist, gerade aus, der kommt dann erst wieder. Liste der Zauber, die Hilfe. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Das sind die Ereignisse. Das sind meine Streitkräfte, habe ich nur eine. Provinzen, habe ich auch nur eine. Die bekannten Fraktionen. Das sind meine Krolle und Aufgaben, kann ich angucken. Und die Übersicht. Diese Map.
alles einmal durchschauen. Im Tutorial sind wir noch nicht alles durchgegangen, deswegen will ich das jetzt machen. Hier habe ich Zielvorgaben, was ich alles erledigen möchte. Sieg in langer Kampagne, da habe ich einiges zu tun. Und wie gesagt, das Buch der Scrolls. Ich kann auch ein bisschen eine kurze oder lange Kampagne spielen, je nachdem, worauf man Bock hat. Dann kann ich hier meinen Technologiebaum ausbauen. Ich habe eine Sache bisher gelernt. Und zwar, dass die Rekrutierungskosten für Armbrustschützen niedriger sind. Versammelt die Truppen. Einkommen aus Siedlungen ist langfristig auch nicht schlecht. Wo das dauert noch zwei Runden. Sollen sich darum kümmern. Man kann hier immer forschen, man sieht, wie viele Runden das dauert. In zwei Runden habe ich dann die Rekrutierungskosten für Armbrustschützen billiger. Das sieht auch dort ganz gut aus. Können wir ganz kurz hier in die Schatzkammer schauen, dann sieht man, wo das Geld herkommt. Sonstiges Einkommen 2,5, Steuern 200, Handel 55, Gesamtkosten 2.700. Spiel läuft ruckelig bei mir. Oh, das kann sein, das wollte ich noch was umstellen. Das läuft überhaupt nicht ruckelig bei mir, dass beim Encoder was falsch ist. Das werde ich gleich nochmal umstellen. Wenn es bei euch ruckelt, schreibt es am Ende der Folge es auf jeden Fall nochmal, dann ändere ich was. Ich will die Folge jetzt nicht unterbrechen, aber ich weiß, woran das liegt. Das ist auf Twitch leider jetzt gerade so. Es tut mir leid, das werde ich gleich mal ändern, dass das ab und zu ein bisschen ruckelt. So. Hier sieht man noch ein bisschen mehr, woher die Einkommen herkommen. Steuern, Handel. Ich habe mit Gefangenen was gemacht. Ereignisresultate, andere Handel. Das passt. Ich alles einmal durchschaue. Hier ist die Fraktionsübersicht. Sieht man ein bisschen allgemeine Sachen. Habe ich mir auch schon mal angeguckt. Diplomatie und die Anzahl der aktiven Rolle. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu tun, wenn ich hier noch forsche und baue und hier gerade rekrutiere. Das heißt, ich würde einfach mal eine Runde warten. Okay, die haben sich da gerade zurückgezogen. Unterstützung ist bereit, falls ihr sie braucht, mein Kommandant. Ihr könnt euch auf sie verlassen. So, Unterstützung ist bereit. Das ist jetzt die Rekrutierung, die eingetroffen ist. Hier sieht man ein bisschen die Spielhilfe. Dann hat man hier so einen Index, da kann man alles Mögliche nachgucken. Das ist schon sehr hilfreich mit dieser kontextsensitiven Hilfe. Wie ihr nur zu gut wisst, halt die Macht der Davi seit Jahrtausenden in diesen Bergen wieder. Nutzt diese Stärke. Dann habt ihr alles, was ihr braucht, um das Karas Ankor im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Ein bisschen Info über die Zwerge. Robuste, harte Krieger. Dann kann man hier ein bisschen allgemeine Informationen über die Zwerge bekommen. Habe ich am Anfang ja schon ein bisschen erzählt. Das Buch der Grolle, wo die Unrechts festgehalten werden. Dann kam den Tunnelwegenetz unter unwegbarem Terrain oder auch an Armeen vorbei sich bewegen. Haben keine berittenen Einheiten, aber sind halt technisch ganz gut. Und jetzt, hier sieht man es, die Clan-Kaserne wurde upgegradet und damit kann ich Armbrustschützen rekrutieren. Und jetzt könnte ich irgendwann, wenn ich das Hauptgebäude auf Level 3 habe, dann auch upgraden zum Musterungssaal und dann Langbärte mit Zweihandwaffen und Tains rekrutieren. Aber dafür muss erst mein Wachstum, Bevölkerungswachstum steigen, damit ich das nächste machen kann. Ich habe die ganze Zeit immer noch gehofft oder gewartet, ob der Bauplatz, ob sie mir hier vielleicht mit dem Tutorial was sagen. Ich kann es natürlich auch selber entscheiden. Also, ich müsste jetzt ja Kampftrainingsraum und Belagerungswaffenwerkstatt. Also das muss ich nicht bauen, das habe ich ja schon. Ich könnte jetzt hier eine Belagerungswaffenwerkstatt bauen. Dann kann ich Groll schleudern, so eine Artillerie mir da hinsetzen. Das natürlich immer weiter upgraden. Halle der Eide. Das dauert alles noch ein bisschen. Das wäre so ein weiteres Kriegsgebäude, ein Rekrutierungsgebäude, um halt Artillerie zu bauen, was natürlich nicht schlecht ist. Dann gibt es Militärunterstützung, entweder die Waffenkammer oder den Slayer-Schrein, wo man dann natürlich Slayer rekrutieren kann. Oder was Ziviles, was gibt es da? Gerstenfeld, habe ich mehr Wachstum, weniger oder eine höhere Verstärkungsrate, wenn Leute sich erholen. Das wird natürlich weiter ausgebaut, die Farm. Kann hier auch eine Edelsteinmine bauen. Dann bekomme ich gesichertes Einkommen.
Dann gibt es noch ein Handelsdepot. Handel treibe ich im Moment noch gar nicht. Oder ein Refaktorium, was für die öffentliche Ordnung ganz gut ist. Ich will am Anfang, ich glaube, ich prügel mich halt mehr. Die Entscheidung, die ich dann treffe, ist zwischen Militärunterstützung, kann ich auch eh nichts machen. Dann fangen wir doch einfach an, hier ein Belagerungswaffenwerk zu bauen, um dann irgendwann auch Artillerie ins Feld zu führen. Zwei Runden dauert das, ist schon ganz gut. Hier habe ich jetzt rekrutiert, jetzt habe ich 13 Einheiten statt 20. Könnt jetzt auch wieder rekrutieren, dann müsst ihr aber eine Runde warten. Und ich möchte ja meine Grolle erfüllen. Gucken wir in unser Buch der Grolle. Eins habe ich schon erfüllt. Der Groll um die Säulen, das Grungni stehen an. Da ist es. So. Kann ich mal Linksklick zum Untersuchen? Kann ich mir ein bisschen anschauen? Das ist Level 1, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber mehr sehe ich gerade nicht. Leider. Und sonst nehmen wir den Torgrim und ziehen halt gegen die ins Feld. Die Technologie läuft noch eine Runde. Dann könnte ich Armbrustschützen rekrutieren. Billiger. Was? Mein Gott. Wir gehen jetzt einfach hier in die Schlacht. Eure Krieger haben die Stadt erreicht und sind für die Schlacht bereit, mächtiger Fürst. Wägt dennoch eure Optionen ab. Den Feind zu umzingeln und auszuhungern, könnte noch die angemessenste Vorgehensweise sein. Genau, also man kann jetzt bei einer Belagerung hat man immer mehrere Optionen. Das sind die Eröffnungsoptionen, die noch ein bisschen sich unterscheiden von einer normalen Schlacht. Man sieht von der Schlacht, welche Einheiten er hat hier. Er führt drei Goblin-Einheiten, 120 Units jeweils ins Feld und zwei Krugger hau ab. Die ein bisschen stärker sind als die Goblins, sind entbehrlich, haben halt schwache Führerschaft, das heißt, die sind relativ schnell, ist die Moral am Boden. Die sind schon ein bisschen besser. Insgesamt sieht man aber ganz klar das Kräfteverhältnis zu meinen Gunsten. Wir können uns nochmal anschauen, was für genaue Möglichkeiten es gibt, eine Schlacht im Gegensatz zu normalen Feldschlachten bei einer Belagerung zu eröffnen. Also es gibt natürlich wieder Kämpfen, es gibt die automatische Auflösung, was der Computer das macht. Und bei der Siedlung sind halt weitere Sachen. Also selber kämpfen, das vom Computer berechnen lassen. Ich kann eine Belagerung abbrechen oder ich kann sie umkreisen. Das hat Vor- und Nachteile. Man kann, wenn man möchte, eine Siedlung aushungern. Das wird hier gerade, guck mal, ob das hier nochmal in Tooltips Belagerung. Gucken wir doch mal hier Belagerung-Optionen. Genau, damit wir es mal ganz genau machen. Also mit einer Armee, wenn ich jetzt bei einer Siedlung, wie jetzt dran stehe, belagere ich die. Und das kann man über mehrere Runden machen. Die Verteidiger der belagerten Siedlung müssen dann entweder die Siedlung verlassen oder Hilfe von außen erhalten, um eine Niederlage zu vermeiden. Wenn die jetzt rundenlang gar nichts machen, gewinne ich sozusagen automatisch. Die Verteidiger verhungern halt nach einer bestimmten oder geben halt auf nach einer bestimmten Anzahl von Runden. Um das zu verhindern, müssen sie halt einen Ausfall machen, also praktisch mich angreifen oder Verstärkung erhalten. Das ist, wenn ich halt einfach in der Umgebung bleibe und die Belagerung aufrechterhalte. Ich kann natürlich jederzeit entscheiden, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Belagerung, entweder weil mir es zu viel Zeit kostet oder weil ich sehe, von draußen kommen Verstärkungen für die Stadt. Dann kann ich natürlich rechtzeitig auch vorher angreifen, aber wenn ich nichts mache, behalte ich erstmal die Belagerung auf sich. Die Anzahl der Runden, die eine belagerte Garnison aushalten kann, erscheint im Tooltip. Man sieht also hier, wie viele Runden können die aushalten. Hier mit dieser Fahne auch und dem Sanduhrzeichen 11 Stück. Provinzhauptstädte sind natürlich nochmal befestigt. Und die Befestigung muss ich reduzieren oder umgehen, damit ich überhaupt in die Stadt komme. Und wenn ich halt, während ich eine Stadt belagere, ummauerte Siedlungen, die ist nicht ummauert, aber wenn ich eine ummauerte Siedlung belagere, kann ich in der Zeit, in der ich hier daneben stehe, Belagerungswaffen bauen. Aber das brauche ich jetzt ja nicht, das gucken wir uns später mal an, wie das mit Belagerungswaffen genau funktioniert. Ich könnte jetzt 11 Runden warten, aber da sie eh keine ummauerte Siedlung haben, greife ich einfach an. Das Kräfteverhältnis ist aber auch in meinem Sinne, von daher führen wir das Gefecht. Hier sieht man nochmal das Kräfteverhältnis in meinem Sinn, was führen wir beide jeweils ins Feld. Hier ist dann schon mal eine Ansicht der Karte, wie sie gleich uns zeigen wird. Dann kann ich vor der Schlacht meine Einheiten aufstellen.
Kaputt geschraubt, bei ihm ist jetzt der Ton weg. Ich hoffe, bei euch anderen nicht. Das stimmt hoffentlich noch alles. So, und dann stellen wir mal den Krieger mal ordentlich auf. Den Torgrim relativ weit nach vorne mit. Das ist die Siedlung hier hinten. Das ist wirklich nicht ummauert. Das sind da hinten, wenn sie entkämpfen. Sollten wir zurückgehen. Ich stelle das nochmal ordentlich auf. So. Meine Elite-Truppen sind die Hammerträger hier. Das sind die Armbrustschützen. Die stelle ich mal kurz nach hinten, damit die nicht im Weg stehen. So. Das sind die, die beim Torgrim bleiben. Dort sind sie mit am besten. Das sind die Einheiten, die teils. Die lasse ich am Anfang mal kurz an. Die haben halt auch Führerschaft 80. Die haben Führerschaft 66. Die haben mehr Nahkampfangriff. Weniger. So. So, na, die stelle ich als Eliteeinheit zur Seite. So, dann die Zwergenkrieger. Ich mag immer ganz gern, wenn die nicht ganz so tief stehen. 4 Reihen, mehr brauche ich nicht. Die rennen zusammen mit dem Torgrim rechts und links. Nochmal die nächste Zwergeneinheit. Dann will ich hier eine, sagen, eine in der Mitte eine Sturmrichtung dann und dann 2 Flanken noch definieren. Das passt mir soweit ganz gut. Die kann ich da gerade nicht aufstellen, weil ich zu nah außerhalb, so nah ran kann ich nicht, kann die nur bis dahin aufstellen. Und hier noch, das ist dann sozusagen meine Mitte. Kommt noch bis nach vorne, Jungs. Traut euch. So, geht doch. Die Bergwerker schicke ich mal nach hinten, die sind nicht so stark, die sind halt gut gegen Tore, aber die brauche ich jetzt im Moment nicht so. So, das ist meine mittlere Streitkraft, dann schicke ich mal eine über das hier auf die rechte Seite. Das sind meine Elitekrieger, meine Hammerträger. Ja, so weit nach rechts darf ich die nicht anscheinend. Die Hammerträger kriegen jetzt auch dann eine von denen mit. Dazu. Und die linke Flanke besteht dann aus den beiden Truppen. So, meine Katapulte schiebe ich mal weit nach, so weit wie möglich nach vorne und gucken, wie die Reichweite ist. Hier sieht man es, die Reichweite von Fernkampfwaffen in diesem Kegel. Ja, also die müssen sich eben ein bisschen nach vorne bewegen und auch... Die kommen mal mit dazu. Die Bergwerke stellen sich hier hinter die Hammerträger. So, und dann markiere ich jetzt mal eben mache ich mir ein paar Gruppen. Das ist meine Gruppe 1, das Zentrum auf der linken Seite. Das ist Gruppe 2, 2 Truppenteile Zwergenkrieger hier. Die Elite-Truppen mit den Hammerträgern, einmal Zwergenkrieger und die Bergwerker sind die Gruppe 3. Gruppe 4 sind meine Armbrustschützen, die stehen hinter den Reihen. Charlie fragt halt, wie die Kavallerie der Zwerge aussieht. Gibt es nicht. Gibt keine Kavallerie bei den Zwergen. Und Gruppe 5 sind meine Katapulte. Das sieht doch richtig gut aus. So, bevor ich diese Schlacht starte, mache ich mal eine kurze Pause, weil ich muss den Stream einmal neu starten. Ich weiß, manche haben ja gesagt, dass der ein bisschen ruckelt. Und dann will ich den Stream neu starten. Speichere mal kurz an der Stelle. Ach, kann ich gar nicht hier, oder? Ah, hier darf ich nicht speichern, Frechheit. Dann halt nicht, aber wird schon nichts passieren. Und dann leg mal gleich nach einer kurzen Pause los, wenn ich den Stream neu gestartet habe. Bis gleich.